jederzeit und überall. Die österreichische Video- und Streaming-Plattform Servus TV on. Jetzt ein Downloaden. Sieht man ja auch, dass es unwahrscheinlich schwer wird, wenn Champions League oder Europa League spielt, dann drei Tage später in den Alltag zurückzukommen. Auf der anderen Seite, wenn man einen Kader hat von 35 Mann, wie Sie es haben, oh, das wird interessant. Ja, das ist eine 1-1-Situation. Vielleicht die erste Chance, hier in Führung zu gehen. Ja, 1-1. Ja, 1-0 Rostock. Sehr gut. Clever und souverän. Noch ein bisschen Straucheln bekommen, aber dann souverän abgeschlossen. Kai Pröger setzt sich durch. Verliert nicht die Ruhe. 10. Minute, der Zweitligist führt gegen den Europa-League-Sieger. Klingt gar nicht so schlecht. Das war natürlich ein Katastrophenpass. Ja, wollen wir gleich nochmal sehen. Hier. Er trifft den Ball nicht richtig. Und dann kommt Scattoni zu spät. Ja, der gefällt mir, der Kai Pröger, nicht nur, weil er hier das Tor macht, der gebürtige Wilhelmshavener. Ist ein Unterschiedsspieler. Fernando. Nein. Zweiter Ball. Und die erste Möglichkeit für die Gäste. Waren ja auch mal Meister 1946. Die Blancos von 1905, also steckt auch viel Tradition drin im FC Sevilla. Na, Sevilla kommt ein bisschen besser rein in die Partie jetzt. Und holt eine Ecke raus. Schumacher. Klärt. Kevin Schumacher. Ist dem Fußball auch noch verbunden in irgendeiner Weise? Er kommentiert im spanischen Fernsehen. Ah ja, okay. Oh, 2-0. Mitrovic mit einem tollen Ausflug, der sich rächt. Denn das ist das 2-0 für Hansa Rostock. Bachmann, der Neuzugang. Der ist Formsache. Yannick Bachmann. Kein Tor gemacht für Sandhausen in der letzten Saison. Aber den muss er machen. Aber Pröger wieder aktiv, tief gegangen. Aber auch ein Tanz auf der Rasierklinge von Dimitrovic bei diesem Ausflug. Können wir gleich nochmal beäugen. Achtung, ja, da muss er aufpassen, dass sein Gegenspieler nicht trifft. Ne? Sonst ist es nämlich rot, ja. Knallrot. Pröger, also Torschütze und Torvorbereiter heute. Okay. Dressel. Klärt. Interessante Variante, finde ich. Mit einem Lupfer übers Tor. Ja, so in der Art, wie Rostock das präsentiert, stellt sich das alles Schwarze noch in der Liga vor. Ne? Effektiv hinten nichts zulassen, die Tore machen und dann auch diesen Vorsprung verwalten, sage ich mal. Das gelingt ihnen ordentlich. Also die ganz großen Hochkaräter gab es noch nicht auf spanischer Seite. Womöglich jetzt? Nee. Okay. Die Tatsache ist, dass ich finde, dass Martin das richtig gut gemacht hat und hoffe natürlich, dass er auch bald wieder in der Bundesliga oder in der zweiten Liga auftaucht. 100%, wobei ich sagen muss, ich finde, er hat sich damals an der Personalie Jens Hertel ein bisschen abgearbeitet, denn ich habe immer so das Gefühl gehabt, Hansa Rostock, so einen nächsten Schritt gehen, ne, auch mal wieder ein bisschen größer denken, das war schon der Anspruch auch von Pickenhagen, ist ja auch korrekt. Die Frage ist, kannst du das in Rostock halt auch mit den Möglichkeiten machen? Und Hertel war halt nicht unbedingt der für das ganz große Spektakel stand. Ne, die waren auch mal in der dritten Liga, da waren es ganz schwere Zeiten, dann steigst du auf. Wie viel Zeit gibst du so einem Verein für eine Entwicklung? Ja? Muss man da sehr demütig sein, sehr geduldig bleiben? Oder sagt man, nee, man muss auch mal mutig rangehen und sagen, pass mal auf, Freunde, eigentlich müssen wir auch mal wieder in der Bundesliga auftauchen. Oder ist das einfach zu gefährlich? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, dass das... Ja, nächste Chance, ist abgepfiffen. Ja. Ich glaube, dass es natürlich für Rostock jetzt zu sagen, wir wollen hoch, das falsche Signal wäre. Ficatito, der hat viele Ballaktionen.
in diesem zweiten Durchgang, in den ersten 10 Minuten Rakitic. Also man merkt schon bei Sevilla, die wollen jetzt hier auch. Fernando. Rakitic. Da sieht man die technische Klasse, ne? Stark gemacht. Tecatito. Und jetzt kriegen sie es nicht zu Ende gespielt. Vielleicht der beste Angriff in der Entstehung. Das war Europa-League-Fußball. Also Sevilla macht jetzt schon ein bisschen mehr. Da ist eine gute Struktur drin. Wieder Navas. Rakitic. Und jetzt steht's 1-2. Zu Recht, ja. Der Anschlusstreffer, Rafa Mir, macht das Tor in dieser 63. Minute. Hat sich jetzt angekündigt, ja, schon in den letzten Minuten. Mehr Ballbesitz, mehr Zug zum Tor und auch technische Brillanz. Also das war jetzt schon mal die Feinkostabteilung des FC Sevilla. Ja. Alberto Flores, der neue Keeper, kam für Mitrovic. Rostock wird wieder ein bisschen wilder bzw. offensiver. Aber wir haben, Christian, Stand jetzt, ne, so 13 Minuten vor dem Ende, von beiden eigentlich das gesehen, was sie auszeichnet. Ne? Rostock mit einer guten Struktur, mit Effektivität, mit schnörkellosem Spiel. Die sind frischer, die sind eigentlich konditionell besser. Aber jetzt Sevilla auch mit der ganzen technischen Qualität, die spielen jetzt echt guten Fußball in diesem zweiten Durchgang. Aber das ist jetzt vielleicht auch so eine Belastungsprobe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, für Rostock. Du bist in der Liga, führst knapp 2-1. Ne? Die Zeit spricht schon für dich. Kannst du sowas über die Bühne bringen? Das musst du als Hansa Rostock. Ja? Also du bist ja nicht im spielerischen Ansatz und spielst aufs Dritte, sondern du willst dieses knappe Ergebnis halten. Ich glaube, dass das öfters auf Hansa zukommen wird in dieser Saison. Und das wird auch den Alois interessieren. Wie verhält sich jetzt seine Mannschaft? Was machen sie? Spielen, bleiben sie in der Ordnung? Werden sie nervös? Lösen sie sich auf? Also das sind alles so Dinge, die ihn interessieren. Und Schumacher mit den 7-Meilen-Stiefeln. Und man darf nicht vergessen, die Rostocker haben sie in den ersten 70 Minuten ordentlich gemacht, sind viel gelaufen. Da geht man vielleicht mal auch über den Punkt hinaus, den man eigentlich möchte zu diesem Zeitpunkt nächste Woche. Man hat noch eine Woche Zeit, um noch was zu machen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, machen sie ein ganz, ganz ordentliches Spiel jetzt. Gibt noch mal eine Ecke. Also Nürnberg zu Hause. Und zwar am Sonntag, den 30. Juli um 13.30 Uhr. Morgen in einer Woche. Und dann das Auswärtsspiel in Elversberg am Samstag, den 5. August. Dann kommt der Pokal gegen den FSV Frankfurt. Bringt Rostock dieses 2-1 über die Runden? Weil Sevilla kommt nochmal. Er ist auf jeden Fall kein Heimschiedsrichter. Nee. Er ist 3 Minuten Nachspiel. Sollte aber dann trotzdem für die Hansa-Kogge reichen, um in den Hafen anzukommen in diesem letzten Testspiel. Schlägt der Zweitligist den Europa-League-Sieger. Sieht fast danach aus. 93 Minuten auf der Uhr. Und immer noch, sagt der Mann aus Schwerin, macht mal weiter bitte. Rossi Pall, der neue Linksverteidiger vom SV Waldhof Mannheim. Jetzt ist Schluss. Jetzt gewinnt also Hansa Rostock das letzte Testspiel vor der kommenden Saison gegen den FC Sevilla mit 2-1.